Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Wir haben wieder Spielzeug. Ihr seht es an der Szene, das ist ja immer, wenn es dann auch mal ein Giveaway gibt oder so. Und heute haben wir Noise-Blocker-Luffys und davon nicht zu wenige. Das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir jetzt demnächst im Review das GT502. Es ist jetzt gerade hier ein bisschen dunkler, darum geht es ja auch heute gar nicht. Und da werden die Dinger dann später mal eingebaut und dann seht ihr die optisch auch mal in einem Gehäuse. Heute schauen wir uns die Teile erstmal so standalone an, damit ihr mal wisst, worum es geht. Und nur zur Info, hier habt ihr schon einen kleinen Einblick. Ich habe das natürlich auch getestet, inwieweit sich die Dinger unterscheiden von denen, die zum Beispiel jetzt Be Quiet oder Arctic mitliefern. Und die habe ich einfach hier auf einen Purock 2 geklemmt, um mal zu gucken, ob es da Temperaturunterschiede gibt. Also wir haben eine ganze Menge verschiedene hier. Wir starten erstmal mit den Standarddingern. Davon habe ich 7 Stück bekommen. Das hat natürlich auch den Grund, dass die in das Gehäuse reinkommen. Das sind die Noise-Blocker E-Loop X B12X PSBL PWM. Sind RGB beleuchtet, steht auch hier ARGB LEDs, Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion und so weiter. Mit sämtlicher Software könnt ihr die steuern. Was das Geile an den Dingern ist, das sieht man auch hier vorne schon, die haben einen Luftdurchsatz von 98,7 Kubikmeter pro Stunde. Zum Vergleich, Corsair SP120 zum Beispiel haben ungefähr, glaube ich, 81 Kubikmeter. Das heißt, die können schon ordentlich Luft durchfördern. Gerade als Gehäuselüfter ganz nice. Die sind auch eigentlich nicht dafür gedacht, dass man die jetzt auf so einen Purock 2 draufpackt, aber eigentlich schon ganz okay. Wir können die auch auf einer Wasserkühlung montieren, zeige ich euch gleich auch. Das habe ich jetzt nicht getestet, ich habe wirklich nur mit dem Luftkühler getestet, auch wieder mit dem Ryzen 5800X. Hier auf der Rückseite haben wir noch ein paar technische Daten, unter anderem den Verbrauch, ungefähr 1 Watt, ja, 12 Volt, so laufen die natürlich, mit 1500 Umdrehungen die Minute. Da habe ich auch gleich noch einen kleinen Messwert, weil ich habe einen Arctic-Lüfter betrieben, den P12er, der lief auf 2000 Umdrehungen die Minute. Aber normale Standardlüfter, wie zum Beispiel beim Be Quiet Purock 2, der läuft auch auf 1500 und da geht es ja auch immer ein bisschen um Lautstärke. Schauen wir uns das Ding jetzt erstmal an, wir packen es mal aus. Wenn man hier reinschaut, dann sieht man schon mal einige Kabel. Das hat auch noch einen Grund, den finde ich auch ziemlich nice, da kommen wir aber gleich noch zu. Wir schütten das jetzt erstmal hier so aus, schauen uns das mal an. Hier haben wir noch ein paar Schrauben und Schwingungsdämpfer und auch so kleine Adapter-Überwurfmuttern, zeige ich euch gleich auch noch. Das hat den Grund, die werden nicht standardmäßig befestigt, wie man das kennt mit diesen fetten Schrauben, sondern hier wird eine andere Befestigungsmöglichkeit genommen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, den ich eigentlich ganz geil finde. Wir haben hier verschiedene Kabel. Das hier sind ganz normale 5 Volt ARGB Kabel in verschiedenen Längen. Wir haben einmal dieses hier. Und ich würde schon mal sagen, das ist ordentlich lang. Wenn wir das hier mal in den Zentimetermaßstab halten, sind wir bei ungefähr, ja, mit Stecker zusammen 54 Zentimeter. Da kommt ihr auf jeden Fall im Gehäuse mit klar. Das ist über ein halber Meter, den ihr dann verlegen könnt. Dann bekommen wir noch dieses kleine süße Kabel dabei. Auch wieder 5 Volt ARGB-Anschluss, einfach nur in kürzer, damit ihr nicht so viel Kabelsalat im Gehäuse rumfliegen habt. Also ihr könnt euch da echt entscheiden, wenn der Lüfter jetzt an einer Stelle im Gehäuse ist, wo ihr nicht so gut drankommt oder beziehungsweise der Stecker am Mainboard ziemlich weit weg ist, könnt ihr das lange nehmen, ansonsten nehmt ihr das kurze hier. Das hat immer noch eine Länge von 24 cm inklusive Stecker, das ist auch ganz nice. Das gleiche gilt für den PWM-Anschluss, das ist wirklich ein ganz normaler PWM-Stecker, 4 Pol. Da haben wir ca. 23 cm, der ist wirklich sehr kurz, aber gut, wenn man es braucht, ist ganz geil dann, wenn man es dabei hat. Und dann haben wir das gleiche nochmal in lang, den messe ich jetzt auch nochmal eben. Und da sind wir auch bei einer Länge von über einem halben Meter, also ihr habt auf jeden Fall genug Strippe, um das irgendwo im Gehäuse zu platzieren. Kenne ich so nicht, wenn ich jetzt Lüfter bestelle, dass so viele Kabel dabei sind. Meistens sind ein, zwei Stück dabei, klar, muss ja auch sein. Oder die sind direkt fest mit dem Lüfter verbunden, aber hier sind sie wirklich einzeln und ihr könnt euch halt entscheiden, welche Länge ihr da braucht. Dann schauen wir uns jetzt mal den Lüfter an sich an. Hier ist nochmal so ein Zwischenfach quasi und dann können wir den jetzt da rausholen. Sieht jetzt erstmal nicht besonders aus, aber die Dinger haben ja einen kleinen Unterschied gegenüber den anderen Lüftern, warum eben auch dieser Luftdurchsatz so hoch ist. Kommen wir erstmal zu den Anschlüssen. Hier sieht man, hier ist der PWM-Anschluss und hier ist auch der ARGB-Anschluss. Die könnt ihr jetzt hier so ein bisschen auseinanderklamüsern und dementsprechend könnt ihr euch jetzt hier einfach entscheiden, welches Kabel ihr nehmt. Nehmt ihr kurz oder lang, die steckt ihr dann hier dran und dann passt das soweit. Was ich auch immer ganz geil finde, hier sind diese beiden Pfeile. Hat nicht jeder Lüfter. Einige haben das, andere haben das wiederum nicht. Da sieht man, in welche Richtung die quasi dann drehen und in welche Richtung die sozusagen pusten. Dann wisst ihr immer, wie ihr sie einbauen müsst. Leute, die jeden Tag PCs bauen, die wissen natürlich, wie das auszusehen hat. Aber die, die das erste Mal einen PC bauen, haben auf jeden Fall hiermit eine kleine Hilfestellung. Dann haben die Teile hier oben quasi noch Schwingungsdämpfer als Abstandshalter. Also das sind wirklich so Gumminuppels. Hier kann man es sehen, also diese Bögen, die man hier sieht, die stehen auch ein bisschen vor. Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen auf der Kamera. Sprich, wenn ihr die jetzt an so eine Gehäusewand dran macht, dann habt ihr da auf jeden Fall noch Schwingungsdämpfer und Abstandshalter.
Das gleiche gilt auch für die Rückseite, da haben wir das gleiche auch nochmal. Und jetzt kommt der interessante Montagepart, das habe ich so noch bei keinem gesehen. Ich mache erstmal den Zollstock hier wieder weg. Und zwar haben wir hier, was die Montage angeht, so lange Schrauben. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, die kenne ich doch von der Wasserkühlung. Ja, das stimmt, aber hier sind auch noch so kleine Gummifropfen bei, die steckt man dann hier drauf. Und dann höchstwahrscheinlich, denke ich mir jetzt so, noch einen zweiten so, dann liegt der Lüfter quasi auf diesen Gumminasen auf. Dann wird noch so eine Überwurfmutter darüber geschraubt und dann ist die ganze Sache auch schon fest. Ist natürlich ein bisschen umfangreicher, als wenn man jetzt einfach diese fetten, ja, diese Grobgewindeschrauben nimmt. Aber ich finde das eigentlich schon ganz geil und mir ist auch eben was aufgefallen bei der Wasserkühlung, die ich damit versorgen wollte. Diese Wasserkühlung kennt ihr wahrscheinlich noch aus einem meiner Videos. Da wollte ich das Ganze mal drauf montieren und dann nimmt man einfach den Lüfter her und nimmt sich dann so eine Schraube, macht dann da diesen Gumminuppel drauf. Ich zeige euch das gerade nochmal. Steckt den hier so drauf, dann steckt man das hier oben durch den Lüfter durch diese Löcher. Dann packt man von unten wiederum auch nochmal so einen Gumminuppel drauf, drückt das und dreht das so ein bisschen da rein und dann kann man das schon festschrauben. Und jetzt seht ihr quasi, wie das hier drauf montiert aussieht. Ihr habt hier oben dann quasi Schwingungsdämpfer, hier drunter Schwingungsdämpfer und dann ist das hier auf der Wasserkühlung drauf. Und wenn die jetzt irgendwie rotieren sollten und dann vibrieren, dann kriegt ihr das auf jeden Fall nicht so stark mit, als wenn ihr einfach direkt die Schraube reinballert in den Radiator, weil sich dann die Schwingungen von dem Lüfter einfach nicht mehr so einfach auf diesen Radiator übertragen können. Ich habe jetzt hier in dem Fall einfach meinen Standardaufbau gemacht mit dem PureRock 2 und dann einfach den Lüfter getauscht. Diese Metallklemmen, die passen ja für alle. Das passt auch für Arktik und so. Da habe ich den drauf angeschlossen. Jetzt seht ihr auch ein bisschen die RGB-Beleuchtung. Ich habe jetzt einfach Rainbow eingestellt. Natürlich könnt ihr noch andere Effekte einstellen. Allerdings haben diese Lüfter nicht so viele LEDs. Ihr seht auch hier in der Mitte diese einzelnen Pünktchen. Das sind einzelne LEDs. Das können andere Hersteller besser. Wenn ich mir jetzt mal so einen Arktik angucke daneben, die sind ja so ein bisschen, ja, so mattiert bleich. Da verteilt sich das Licht natürlich ein bisschen besser drin. Die sind völlig klar, also was das Kunststoff angeht und dementsprechend sieht man halt auch die LEDs. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Besonderheit, die ich eben angesprochen habe. Schaut euch mal dieses Lüfterdesign an, also von diesen Lüfterfinnen. Ihr seht, die sind hier hinten geschlossen. Das ist also ein geschlossener Ring. Und ihr habt dann diese Finnen hier und dementsprechend kann die Luft hier vorne an den Schlitzen nicht wieder raus, weil die quasi eingefangen wird. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen hier auf der Kamera. Ich kann es auch nochmal drehen. Da seht ihr auf jeden Fall, hier wird Luft quasi gefangen. Und dementsprechend erreichen die auch einen höheren statischen Druck und auch einen höheren Luftdurchsatz. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Hatte ich so noch nicht in der Hand. Und ich hatte schon einige Lüfter in der Hand. Wie gesagt, eben von dem PureRock, die Arctic. Ich hatte schon ganz billige und ganz teure. Preislich gesehen sind die auch schon teuer, muss man so sagen, wie es ist. Die kosten knapp 30 Euro einer. Ja? Wenn man das jetzt aber mal vergleicht mit Corsair oder ähnlichen, die jetzt nicht so einen hohen Luftdruck haben, die kosten circa das gleiche. Ich glaube, drei Corsair mit RGB-Filler-Funds kosten so um die 70, 75 Euro. Da sind die immer noch ein bisschen teurer, sind aber technisch gesehen auch besser. Designtechnisch müsst ihr euch da selber entscheiden. Wollt ihr einen höheren statischen Druck oder wollt ihr irgendwie Bling-Bling in der Kiste haben? Also für jeden ist irgendwo was dabei. Wie gesagt, ihr werdet sehen, wie die Teile eingebaut aussehen. Ich werde davon 7 Stück in dem GT502 verbauen, was hier neben mir steht. Und dementsprechend werden die dann auch alle gleich eingestellt mit RGB. Und dann seht ihr ja, was das designtechnisch ausmacht. Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Ich hatte das schon vorbereitet, damit das Video nicht wieder zu lang wird. Glaubt mir einfach, die Ergebnisse stimmen. Ich habe da nichts gefaked oder so. Das hier war ja meine Testbench. Man muss daran denken, die ist offen. Habt ihr ein geschlossenes Gehäuse, sieht das vielleicht wieder anders aus. Deswegen reichte der PureRock tatsächlich aus, um den 5800X zu kühlen. Der war aber bei 90 Grad. Er hat zwar noch nicht thermal gethrottelt, aber er war schon bei 90 Grad. In einem geschlossenen Gehäuse wird das auf jeden Fall nichts, wenn das auch noch dann oben steht und die Wärme der Grafikkarte hochgeht. Hier steht er völlig frei. Ich zeige euch jetzt erstmal das Ergebnis vom PureRock. Ich habe den zweimal durchlaufen lassen, den Cinebench, direkt zweimal hintereinander, ohne Pause dazwischen. Da waren wir hier schon bei 90 Grad. Das war einfach mit dem PureRock Lüfter, also dem BeQuiet Lüfter. Der ist noch nicht ins Throtteln gegangen, hat hier ganz normal seine Leistungsaufnahme gehabt von, wo war sie, 140 Watt. Und dementsprechend ging das noch. In einem geschlossenen Gehäuse bitte nicht machen. Wenn wir uns jetzt das Ergebnis auch mit zwei Tests hintereinander anschauen von dem Noise Blocker, sind wir hier bei 88,6 Grad und waren hier auch bei einer Leistungsaufnahme von 138,9 Watt, also 1 Watt weniger. Ja gut, kann sein, das sind Schwankungen. Und hat ihr auch nicht thermal gethrottelt, war aber auch, wie gesagt, nicht an den 90 Grad dran. Außer hier, da war er auf den 89,8, aber die 90 hat er nicht geknackt.
Und weil ich es irgendwie lustig fand, habe ich einfach zwei Noise Blocker genommen als Push-Pull-Variante, also zwei Stück auf diesem Kühler drauf. Da seid ihr bei 86,6 bzw. 87,8. Da ist er schon etwas weiter unter 90. Der Rest waren vielleicht Messtoleranzen. Ist aber auf jeden Fall lustig zu sehen, dass selbst ein anderer Lüfter auf dem Kühler auf jeden Fall einen Effekt hat und das auch bei standardmäßig einfach nur 1500 Umdrehungen. Hier steht jetzt natürlich 2960, das liegt daran, ich hatte halt Push-Pull, zwei Stück an einem Kabel, zweimal 1500, dann landet ihr ungefähr da. Das bedeutet im Umkehrschluss einfach nur, wenn ihr einen anderen Lüfter nehmt, habt ihr etwas bessere Temperaturen. Ob ich jetzt eine 5800X mit einem PROC 2 kühlen würde? Ich glaube nicht. Natürlich war es Cinebench, muss man ganz klar sagen. Das ist sehr synthetisch. Wenn ihr jetzt normal zockt und so, sollte ja eigentlich reichen, je nachdem welches Gehäuse ihr habt. Aber ihr könnt mit einem anderen Lüfter auf jeden Fall ein besseres Ergebnis erzielen. Und ihr seht hier auch, ich habe wirklich viel rumprobiert. Hier ist ein Enamax-Lüfter, dann habe ich hier den normalen E-Loop, den hatte ich dann auf der Wasserkühlung drauf. Die Wasserkühlung habe ich aber nicht getestet. Den haben wir uns gerade angeguckt. Dann habe ich da vorne noch den Arctic liegen. Irgendwo liegt auch noch der Be Quiet. Also ich habe die auf jeden Fall alle getestet und habe jetzt erstmal den E-Loop draufgelassen. Und ja, diese ganzen Pakete stehen natürlich nicht umsonst hier. Ich zeige euch noch was anderes Schönes. Das kommt auch später noch in dem Asus-Gehäuse zum Einsatz. Natürlich diese 7 Stück, was ich eben gesagt habe. Aber wir haben ja hier noch ein paar andere. Das hier ist sozusagen der gleiche Lüfter, nur in einem anderen Design. Auch hier wieder ganz normal die Kabel. Und hier haben wir die ganze Sache jetzt einmal in weiß. Und in weiß mit diesem leichten, ja, kann man das schon Anthrazit nennen? Ich denke schon. Sieht das eigentlich schon ganz geil aus. Also ich finde es auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten unterscheidet der sich natürlich nicht von den anderen. Der hat den gleichen Luftdurchsatz und so weiter. Auch hier die Standardkabel, Design in Germany. Hier waren wieder irgendwo die Pfeile drauf. Wo sind sie denn jetzt? Ach hier. Und das ist der quasi einfach nur in weiß. Ich schließe den jetzt nochmal ins RGB an, dass man es nochmal sieht. Ach ja, was ich noch sagen wollte, bevor ich es jetzt hier richtig anschließe, wenn man den hier reinsteckt, ne, das ist nicht so eine lüttige Verbindung, das hält. Da, weil die Dinger sind sehr anfällig, was das angeht, diese 5 Volt RGB-Stecker, dass die einfach auseinanderfallen. Deswegen klebe ich die normalerweise immer zusammen, braucht man hier nicht, die sind wirklich sehr fest. Hier seht ihr jetzt halt, wie das dann aussieht bei dem Weißen mit der Beleuchtung. Ich habe jetzt einfach mal so ein Gelb, Grün, Blau reingemacht. Sieht eigentlich ganz nice aus soweit. Ich habe übrigens auch versucht, das irgendwie zu messen, was die Lautstärke angeht. Und der lief ja auf 1500 Touren. Mein Dezibel-Messgerät geht aber erst ab 30 Dezibel los und die Dinger haben einfach unter 30. 21,2 Dezibel. Ich konnte es einfach nicht messen, das Ding hat nicht ausgeschlagen, das ist halt das Problem jetzt dabei. Die waren unter Vollhaus auf jeden Fall sehr, sehr leise, kann ich euch so sagen, wie es ist. Die heißen ja auch Noise Blocker, wenn ihr gerade auch diese Schwingungsdämpfer und so noch installieren würdet, weil das war jetzt ohne Schwingungsdämpfer, den Test, den ich gemacht habe, dann werden die wahrscheinlich gar nicht mehr großartig hörbar sein. Was wir jetzt ja auch noch haben, ist einfach nur ein ganz normaler schwarzer Lüfter davon, das haben die auch in ihrer Produktpalette. Der hat die gleichen Specs, natürlich ein langes und kurzes PWM-Kabel dabei, aber kein ARGB-Kabel, weil er hat halt kein ARGB. Dann hätten wir das gleiche, auch in 120 mm, einfach mit weißen Rotorblättern und einem schwarzen Rand und anthraziten Elementen. Den packen wir jetzt auch nochmal aus, den finde ich eigentlich ganz nice vom optischen her. Ui, der ist geil. Also sehr clean, sehr glatt, man sieht es auch, sieht aus wie geleckt das Ding. Mit diesem schwarzen Rand und diesen grauen Akzenten hier, die würde ich mir auch noch einbauen tatsächlich. Auch hier wieder diese Schwingungsdämpfer, man sieht es auch hier jetzt ganz schön, wie die vorstehen. Da sieht man es ganz geil, weil halt schwarz auf Anthrazit, da geht das ganz gut. Also der gefällt mir jetzt wirklich. Den finde ich gut. Der ist richtig schön glatt und hat auch dieses, jetzt sieht man es auch nochmal, dieses Finn-Design. Ihr seht, der hat quasi, weil das ja hier außen schwarz ist, diese Finnen sind ineinander übergehend. Diese Technik habe ich halt bisher noch bei keinem anderen Hersteller gesehen. Und die gleichen Teile gibt es auch nochmal in 140 mm und hier ist auch der Luftdurchsatz natürlich viel höher mit 186 Kubik pro Stunde. Natürlich ist die Lautstärke dementsprechend auch ein bisschen höher, aber auch 29,6 Dezibel ist eigentlich nichts. Auch hier wieder Montagematerial und RGB-Kabel und PWM-Kabel. Also das ist auf jeden Fall ein dicker Oschi. Guckt euch den mal an, ey, 140 mm. Das wird jetzt vom Design her das gleiche sein wie beim 120er. Er hat hier auch ganz normal RGB und PWM-Anschluss. Und dann habe ich den gleichen auch nochmal in 140 mm, auch mit RGB, auch in schwarz. Den packen wir jetzt auch nochmal aus. Das ist auch ein ordentlicher Brecher. 140 mm auch mit diesem Design hier wieder. Also das mit den Finnen haben die natürlich überall. Ich fand diesen weißen, der da hinten jetzt in der Ecke liegt, echt geil. Auch hier wieder die einzelnen Anschlüsse, kennt ihr auch alle schon. Ist einfach das gleiche nochmal in groß. Ich könnte jetzt natürlich hergehen und damit einmal so einen Cinebench-Run machen, beziehungsweise den einfach auf 1500 Touren treten und gucken, wie laut der wird. Wenn aber auf Verpackung steht, 29 Dezibel, brauche ich mit meinem Messgerät da gar nicht dran gehen. Weil es, wie gesagt, erst ab 30 Dezibel überhaupt was Zuverlässiges misst. Also alles in allem finde ich die echt schon ganz nice. Gerade mit diesen Schwingungsdämpfern und so weiter. Und auch, dass die Kabel schön modular sind. Also ihr könnt euch wirklich aussuchen, welche Länge ihr nehmt und so weiter. Aber ich muss echt sagen, die sind ganz schön teuer.
Und ich finde auch Corsair-Lüfter teuer, weil irgendwie 3 Corsair-Lüfter für 75 Euro und hier einer 25 bis 30 Euro, das ist halt einfach teuer, man muss es so sagen. Aber die Dinger sind scheiße leise, haben einen übelst hohen Luftdruck und einen Luftdurchsatz. Das Design ist halt mal was ganz anderes, ihr seht es ja. Und diese Modularität und die Schwingungsdämpfer und das Montagematerial und so weiter, das ist halt alles mal was anderes. Und wer wirklich sein System damit irgendwie ausstatten möchte und die Kohle da hat, weil er sich einen 2500-Euro-PC oder so zusammenbaut, da sind die echt schon was Feines. Was mich wirklich ein bisschen stört, ist einfach, dass es immer nur 7 LEDs sind. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist so Anfang 2010er. Da gibt es schon deutlich bessere Designs. Vielleicht schaffen sie ja noch Produkte auf den Markt zu bringen, die vielleicht so einen Ring drumherum haben oder so. Aber an und für sich, wer wirklich ein leises System will, nicht so viel RGB-Bling-Bling, weil man kann auch einfach die schwarzen nehmen, haben wir eben gesehen, oder die weißen. Für den sind das schon sehr, sehr gute Lüfter mit einem guten Durchsatz und das hält eure Hardware auf jeden Fall kühl. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr die Dinger zu Hause habt, über einen längeren Zeitraum jetzt mal getestet habt, sagt mir gerne mal Bescheid. Ich schaue es mir gerne mal an, beziehungsweise lese natürlich dann eure Kommentare. Und ihr werdet die Teile dann auch mal eingebaut sehen in dem GT502 Case. Das Video kommt jetzt die nächsten Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.